Rückenwind kommt für Nordex im Moment von der Politik. Die Ergebnisse des Energiegipfels zwischen Bund und Ländern haben den Wert zuletzt beflügelt. Der Ausbau der Windkraft an Land soll weniger stark begrenzt werden als ursprünglich geplant. Das Zauberwort lautet Repowering. Heißt, Windenergieanlagen der ersten Generation werden durch moderne Turbinen ersetzt. Und die Politik hat nun beschlossen, dass diese Anlagen, die in das Repowering hineinfallen, nicht in den Gesamtkomplex des Ausbaus mit reinnehmen. Also hier geht es darum, pro Jahr sollen nur 2500 Megawatt Windenergie ausgebaut werden. Das, was jetzt im Repowering neu dazukommt und verbessert wird, wird aus dieser Rechnung herausgenommen. Also hier haben wir dann quasi einen Markt, der neben dem grundsätzlichen Ausbau der Windenergie läuft, und das eröffnet natürlich den beteiligten Unternehmen entsprechend deutlich höhere Wachstumsmöglichkeiten. Laut Commerzbank habe das sogenannte Repowering, also der Austausch von Windrädern, im letzten Jahr gut 700 Megawatt ausgemacht. Das war rund ein Viertel der gesamten installierten Windkraftleistung an Land. Das Repowering könnte in den kommenden Jahren auf 1 Gigawatt jährlich steigen, so die Analysten. Falls Nordex seinen Marktanteil von zuletzt 8% halte, würden die Gewinnschätzungen bis 2016 um ebenfalls 8% zulegen. Die Einstufung für Nordex hat die Commerzbank mit Kaufen bestätigt. Das Kursziel von 12 Euro liegt aber unter dem aktuellen Kursniveau. Laut Bloomberg raten insgesamt 4 von 11 Analysten zum Kauf der Nordex-Aktie. 4 Experten sagen halten, 3-mal gibt es eine Verkaufsempfehlung. Das Kursgewinnverhältnis für 2015 liegt bei sportlichen 23. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 11,40 Euro, macht ein Abwärtspotenzial von mehr als 10%.